Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Heute mit Pujan und Sascha am 16. April. Okay, ja genau. Heute Geburtstag, am 16. April, Geburtstag hat Karim Abdul-Jabbar. Kennst du den hier? Ey, logisch, guck dir mal das lange Elend an hier. Basketballer. Hammertyp. Ja. Was der weggehauen hat. Brutal. Und auf dem Feld war er auch ganz gut. 1947 ist er geboren, am 16. April. Okay. Ja, also einer der besten Spieler der Profiliga in NBA und hat 38.387 Punkte gemacht. Hall of Fame. 38.000 Punkte. Und wie wir hier sehen, LA Lakers. Also auch da, wo es schön warm ist. Ja. Krass, krasser Typ. Hast heute Geburtstag? Herzlichen Glückwunsch. Karim. Wir sind bei dir. Ja. Genau. Am 16. April 1982 wird das erste deutsche Retortenbaby in Erlangen geboren. Retortenbaby. Ja. Retorten, das sind keine Torten aus Fleisch, so aus Wild oder so. Retorten. Mhm. Sondern es geht hier um künstliche Befruchtung. Und hier haben wir ein schönes Bild, wie das Ganze ausschaut. Das ist Ei. Und da kommt da die Pieksnadel. Da ist das Reh und da ist die Torte. Kommt die Pieksnadel und macht so Pieks, Pieks. Und was ist das? Das ist die. Das ist der Widerstand, damit das eigentlich wegflutscht, sozusagen das Fixiergerät. Natürlich, ja. Genau. Dann macht Pieks, Pieks und dann wird das irgendwie so eingepflanzt und dann wird das retortiert. 4150 Gramm, 53 Zentimeter groß und gesund. So kam Oliver W. am 16. April 1982 in Erlangen per Kaiserschnitt auf die Welt. 4150 Gramm. Das ist eine Menge Holz. Ich glaube, die haben zu der Rehtorte noch ein paar Sahnestückchen dazu gepackt. Und ein bisschen Kaminholz nochmal aufgelegt. Und dann Alter Falter. Das ist ordentlich. Ordentlicher ist Braten in der Röhre. Ja. Ja. Aber der 1909 war es so, dass der Papst Pius, Papst Pius der Zehnte, PP der Zehnte, PP hat Jean d'Arc, Johanna von Orléans. Ja, genau. Jungfrau von Orléans, sagt man ja auch, hat sie selig gesprochen. Aha. Ja, das hat ihr dann aber nichts mehr gebracht. Hat nicht mehr viel gebracht, weil es war ja. Kirche sie ja weil, als Hexe verbrannt. Weil sie ist ja gestorben 1431. Ja. Von daher ungefähr 500 Jahre später wurde sie selig gesprochen. Würde ich sagen, auf Kies gefurzt. An alle Hexen da draußen, wenn ihr von der Kirche gefangen und verbrannt werdet. Es ist noch nicht aller Tage Abend. Es kann vielleicht durchaus sein, dass ihr 500, 600 Jahre später heilig gesprochen werdet. Und hey, wer will sich darüber beschweren? Ja, genau. Dann ist ja wieder alles gut, ne? So sieht's aus. Ich sage an dieser Stelle Cheerio, Miss Sophie. Wir sehen uns morgen wieder bei Schoki Banoki Daily. Es war mir ein Plaisir. Ein Plaisir. Ein Plaisir. Mir auch. Bye-bye. Sag doch mal irgendwie sowas wie Tschüss oder so. Tschüss oder so.